In der Schweig ist die Mangfall über die Ufer getreten. Das technische Hilfswerk und mehrere Wasserwachten sind vor Ort. Die Einsatzkräfte sind vorsichtig optimistisch, dass das Schlimmste überstanden ist. Momentan sind es nur so Evakuierungsmaßnahmen. Von dem her, das Wasser geht ja zurück. Und jetzt schauen wir, dass wir einigermaßen die Leute wieder auf trockenen Fuß kriegen. Die Rettung von Personen hat für die Wasserwachten absoluten Vorrang. Jetzt ist meine Priorität, Personen, welche eingeschlossen sind und nicht mehr aus eigener Kraft rauskommen, wieder auf trockenen Fuß zu bringen und danach gucken, was die Schadenslage bringt und macht und schauen auf weitere Einsätze. Die Helfer appellieren an die Bevölkerung, kein Risiko einzugehen, um sein Hab und Gut zu schützen. Die meisten wollen auch nicht selber gehen, weil sie sagen, ich möchte mein Hab und Gut schützen von dem her. Wir fahren auch 5-mal rein, wenn es sein muss von dem her, weil unsere Aufgabe, unsere Pflicht von dem her ist es zu machen. Und wir können nur an die Leute appellieren, Hilfe rechtzeitig in Anspruch zu nehmen und wenn so ist, Tür zu sperren und warten, bis ins Wasser zurück ist. Und dann wieder, wenn ich gefahrlos eingehen kann, wieder hingehen.